Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch mal wieder. Es ist Wochenende, wie oft, wenn ich euch vorlese. Und ich habe auch ein Thema dabei, das wichtig ist für euch, dass ihr lernt, selbst auf euch aufzupassen. Wir begrüßen natürlich die Timmis. Der Philou, der sitzt da hinten, den sieht man jetzt nicht. Kann aber sein, dass er noch ins Bild kommt. Er guckt sehr neugierig, gell Philou? Und ich möchte mich nochmal bedanken. Ich habe gerade in den letzten 4 Wochen sehr, sehr viele Abonnenten dazu bekommen. Auch sehr viele aus der Türkei. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Und ich hoffe, ihr verfolgt mich weiter und lauscht meinen Geschichten. Und es macht mir sehr viel Spaß. Das habe ich euch ja schon öfters gesagt. Und heute haben wir, wie gesagt, ein Thema. Das heißt, ich kenne dich nicht. Ich gehe nicht mit. Und das lese ich euch jetzt vor. Dürfen wir rausgehen, Charlotte und ich? Fragt Hannah. Mama überlegt kurz. Oh, jetzt die Sonne wieder scheint, sagt Charlotte. Na gut, sagt Mama. Aber passt schön auf, sagt Britta. Britta ist Charlottes Mama. Nicht auf die Straße gehen, nur vor die Tür, bestimmt Mama. Hannah zeigt Charlotte stolz ihr kleines Erdbeerbeet im Vorgarten. Guck mal, wie komisch die da geht, sagt Charlotte. Sie deutet auf die andere Straßenseite. Das ist Frau Winterhage. Sie braucht eine Krücke, weil sie schon alt ist, antwortet Hannah. Sie ist nett, aber so richtig kenne ich sie eigentlich nicht. Ich zeige euch mal kurz das Erdbeerbeet. Seht ihr? Da spielen sie jetzt. Und ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Ein Mann beugt sich über den Zaun. Na, sagt er. Hannah und Charlotte schauen sich an und kichern. Der Mann lacht mit. Was macht ihr denn da so? Fragt er. Wir wohnen hier und du nicht, sagt Hannah. Der Mann schaut zu dem Haus hoch. Nicht schlecht, sagt er. Charlotte schweigt. Am besten ist der Garten, sagt Hannah. Auf der anderen Straßenseite steht Frau Winterhage und schaut zu ihnen hinüber. Wenn du schon einen Garten hast, hast du vielleicht auch einen Hund, fragt der Mann. Hannah schüttelt den Kopf. Aber ich, sagt der Mann, er ist noch ganz jung. Ich habe ein Foto von ihm. Wollt ihr es sehen? Er zieht ein Foto aus seiner Tasche und will die Gartentür aufmachen. Auf der anderen Seite steht immer noch Frau Winterhage. Du darfst hier nicht reinkommen, sagt Charlotte zu dem Mann. Ich geb's euch rüber, hier, sagt der Mann und gibt ihnen ein zerknittertes Foto. Ist der süß, ruft Hannah, und noch so klein. Ein Babyhund, schau mal, Charlotte. Seht ihr, sieht man die Hand vom Mann, ich zeige euch den nachher auch nochmal. Wie er über den Gartenzaun, wo die Mädchen spielen, ein Babywelpenfoto rübergibt. Und die Kinder sind natürlich ganz begeistert, weil Welpen sind was besonders Süßes, das ist klar. Er tut mir so leid, sagt der Mann. Eigentlich gehört er meinem Sohn, aber der darf ihn nicht haben. Er kriegt Schnupfen, wenn der Hund im Zimmer ist. Das kriegen manche Leute. Ich weiß, sagt Hannah. Wie heißt denn dein Sohn? Fragt Charlotte. Niklas, sagt der Mann schnell, er ist 8. Damit er nicht krank wird, haben wir den Hund jetzt im Keller. Ich suche jemanden, der ihn nimmt. Da habe ich eine Idee. Ihr vielleicht? Und jetzt zeige ich euch das mal. Hier lehnt sich der Mann über den Gartenzaun, seht ihr? Und er hätte jetzt gern, er hat ja eine Geschichte erzählt, er hätte jetzt gern, dass die Kinder den Hund nehmen. Wie es weitergeht. Ich darf keinen Hund haben, sagt Charlotte. Ich auch nicht, ruft Hannah, aber dieser ist so süß und noch so klein. Vielleicht kriege ich ihn doch, wenn ich sage, ich will ihm zum Geburtstag. Schau mal, Hannah, die alte Frau, sagt Charlotte. Drüben steht Frau Winterhage und winkt. Lass sie doch. Hallo, Philou. Na? Ich habe auch Angst, dass der Hund im Keller krank wird. Es ist kalt da, sagt der Mann und steckt das Foto wieder ein. Und da ist er ganz alleine, fragt Hannah. Er freut sich so sehr, wenn jemand kommt, sagt der Mann. Vielleicht willst du ihn mal anschauen, Hannah? Der Mann geht ein paar Schritte zurück. Ich darf nicht, sagt Hannah. Es ist ganz nah, nur um die Ecke, sagt der Mann. Aber wenn ihr nicht mitkommen dürft, dann verstehe ich das ja. Komm doch mit, Charlotte, bittet Hannah. Ich gehe nicht mit, sagt Charlotte. Dann warte hier auf mich, bittet Hannah wieder. Keine gute Idee.
Was sagst du, Willow? Muss man mal gucken, was sie macht, die Hanna, ne? Charlotte flüstert etwas, aber gleichzeitig sagt der Mann, ich weiß wirklich nicht, was ich mit dem Hund machen soll. Ins Tierheim, sagt Charlotte. Da wird er bestimmt gebissen, sagt der Mann. Bei einem Kind hat er es natürlich am besten. Schau ihn einfach mal 5 Minuten an, wie er dir gefällt. Bleib da, wir dürfen doch nicht, meint Charlotte. Ich komme gleich wieder, sagt Hanna. Sie macht die Gartentür auf und geht mit dem Mann mit. Oh weh. Aber ich glaube, ihre Freundin will sie halten, seht ihr? Die hat jetzt die Hand auf ihren Arm gemacht. Mal hoffentlich geht die nicht mit. Ihr wisst ja, man soll nicht mit Fremden gehen, egal was sie euch zeigen wollen oder geben wollen. Er nimmt sie sofort an der Hand und das findet Hanna ein bisschen komisch. Als sie die Straße überquert haben, umklammert er ihre Hand ganz fest. Und da merkt Hanna, irgendetwas stimmt hier nicht. Und jetzt zeige ich euch das mal. Die Charlotte steht hier im Garten. Jetzt guckt mal den Mann an, wie fest er die Hanna an der Hand nimmt. Und die Hanna merkt jetzt, oh weh, ich glaube, das war keine gute Idee, da mitzugehen. Und der Mann guckt jetzt auch ziemlich böse, guckt ihn mal an. Der Mann geht jetzt so schnell, dass sie nicht mehr richtig mitkommt. Und er sieht auf einmal gar nicht mehr nett aus. Sie will ihre Hand wegziehen, aber das geht nicht. Er ist stark. Und da fühlt Hanna, wie aus ihrem Herzen in ihrer Brust ein Eisklumpen wird. Aus Angst. Sie hat Angst vor dem Mann. Der Mann merkt es. Nicht schreien, sagt er drohend. Hannas Eisklumpenherz pocht. Ihr Mund ist ganz trocken. Sie zerrt an ihrer Hand. Der Mann zieht sie geradewegs zu einem Hauseingang hin. Verzweifelt schaut sich Hanna um. Niemand ist auf der Straße. Nur Frau Winterhage kommt von Weitem angehumpelt. Hanna, ruft sie, wir kommen zu spät zum Kinderarzt. Da hinten kommt Onkel Georg mit dem Auto. Der Mann neben Hanna blickt verwirrt um sich. Er lässt Hannas Hand los und ist auf einmal ganz schnell verschwunden. Hanna läuft zu Frau Winterhage, die mit ihrer lieben alten Hand ihr Gesicht streichelt. Hanna schaut sie fragend an. Das mit dem Kinderarzt und einem Onkel Georg habe ich erfunden, sagt Frau Winterhage. Da hat er Angst bekommen, dieser Mann. Gott sei Dank. Und dann sind da auch Mama und Charlotte mit ihrer Mutter da. Charlotte hat sie geholt, denkt Hanna. Sagen kann sie nichts. Ihre Stimme ist weg, ihr Mund ist immer noch ganz trocken. Mama umarmt Frau Winterhage und dann Hanna. Wie durch einen Nebel hört Hanna, wie Frau Winterhage sagt, ich habe alles mitbekommen, um ein Haar hätte er Hanna mitgenommen. Ist mir egal, was mit seinem Hund passiert, hört Hanna Charlotte sagen. Aber Charlotte, denk doch mal nach. Der hat doch überhaupt gar keinen Hund, sagt Charlottes Mama. Mit solchen falschen Geschichten locken diese Männer die Kinder doch mit sich. Ihr dürft das nicht glauben. Aber er hatte doch ein Foto, ruft Charlotte. Das hat er sich irgendwo besorgt, das ist doch gar kein Problem, sagt Britta. Dieser kleine Hund auf dem Foto, der ist längst groß geworden und dem geht es ganz gut bei anderen Leuten. Merkt euch. Solche Männer tun Kindern etwas, sagt Frau Winterhage ernst, und man sieht es ihnen nicht an. Mama kniet sich zu Hanna hin. Jetzt erst schaut Hanna Mama an. Ich weiß gar nicht, ob ich dich jemals wiederbekommen hätte, sagt Mama leise. Ihre Unterlippe zittert. Und da weint Hanna auch. Es ist ja alles wieder gut, tröstet Charlottes Mama. Wie gut, dass ihr zwei aufgepasst habt, Frau Winterhage und Charlotte. Nein, ruft Mama, jedes Kind muss auch auf sich selbst aufpassen. Ja, sagt Hanna, und genauso ist es, ihr Lieben. Egal, wer zu euch kommt und euch Bilder von Tieren zeigt, euch Schokolade schenken will oder andere Sachen, die euch gefallen würden, nie, nie, niemals mitgehen. Immer sofort wieder zurück ins Haus oder zur Mama. Denkt dran. Alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.